Im heutigen Video geht es um Dinge, die du garantiert nicht kennst. Die Geschichte hinter dem magischen Stein auf Platz 1 wird dich sicher total überraschen. Bleib also bis zum Ende dran. Regenschirmautomat. Du verlässt das Haus und es regnet, hast aber weder einen Regenmantel noch einen Schirm dabei? In Japan kennt man dieses Problem und dort gibt es eine Lösung. Schon mal was von einem Schirmautomat gehört? Kein Automat für Limonaden und Chips, sondern für Regenschirme. Und der Clou? Du musst den Schirm nicht kaufen, sondern leihst ihn einfach aus. Die Idee von der Firma Dudo kam so gut an, dass das Unternehmen die Schirme neben seinen 500 Getränkeautomaten im ganzen Land zur Verfügung stellt. Riesenwellen. Billboards sind große Tafeln, auf denen du sämtliche Werbung anzeigen kannst. Wir haben Fernsehbildschirme mit bewegten Bildern. Aber hast du schon mal so einen Billboard-Bildschirm gesehen? Darauf siehst du gigantische, sich bewegende Wellen. So, als ob sie sich jeden Moment auf dich stürzen. Sie erzeugen die Illusion eines riesigen Aquariums und sind am Gebäude von SMT-Own Coex Artium in Seoul, Südkorea, installiert. Dieses spektakuläre öffentliche Medium wurde von District entwickelt und besteht aus 31.000 LED-Panels, auf denen die größten 3D-Wellen der Welt zu sehen sind. Feuer auf Eis. Auf Eis ein Feuer entzünden zu können, ist nichts, worüber man sich freuen sollte, auch wenn das auf einem See noch so cool aussieht. In Alaska und Sibirien löst sich dank der globalen Erwärmung der Permafrost auf. Dadurch bilden sich Thermokarstseen, in denen Methan sprudelt. Im Winter sammelt sich das Gas unter der Eisdecke. Wenn du ein Loch über eine Methangasblase ins Eis schlägst, entweicht es. Zündet man es an, brennt es wunderschön, oder? Wasser schießt aus einem Baum. In einem Dorf in Montenegro gibt es einen Maulbeerbaum, der Wasser spendet und das literweise. Noch nie davon gehört? Nach starken Regenfällen laufen die unterirdischen Brunnen über. Der Druck befördert das Wasser nach oben in die Wurzeln des Baumes. Es fließt in den hohlen Stamm und sprudelt heraus. Dieses Phänomen existiert seit mindestens 20, eher 25 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Die Menschen denken, dass der Maulbeerbaum mindestens 100 bis 150 Jahre alt ist. Erbrochenes. Manche Tiere übergeben sich anders als Menschen. Wenn wir erbrechen, kommt der Mageninhalt heraus. Aber was, wenn du deinen gesamten Magen auskotzen könntest, dabei seinen Inhalt entleerst und ihn dann wieder herunterschluckst? Eklig, oder? Haie können dies tatsächlich. Haben sie etwas Unverdauliches gefressen, wie Knochen, Federn und Schildkröten, übergeben sie sich auf diese Art und Weise, auch bei Gefahr. Schließlich schwimmt das Raubtier mit leerem Magen viel schneller. Und dann gibt es noch die gefräßigen Exemplare, die schlichtweg nicht den Hals voll bekommen konnten und sich überfressen haben. Frösche und Seegurken verwenden auch diese Technik. Klaviertreppe. Viele von uns würden gern gesünder leben und sich auch mehr bewegen. Eigentlich einfach, aber der innere Schweinehund ist stinkfaul. Toronto motiviert seine Einwohner, indem dort eine öffentliche Treppe mit tonwiedergebenden Stufen angeboten wird. Jede Stufe hat ihre eigene Note. So kannst du deinen eigenen Song komponieren, indem du dich auf den Stufen bewegst. Die Klaviertreppe regt nicht nur das körperliche, sondern auch das geistige Wohlbefinden an. Die Treppe als Sportgerät zu benutzen, zaubert bei vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Reifen. Du denkst doch sofort an einfache schwarze Gummireifen. Das Einzige, was daran vielleicht besonders sein könnte, ist die Dicke der Reifen oder die Felge. In den 60er Jahren gab Goodyear dem langweiligen schwarzen Reifen ein neues Gesicht. William Larson, ein Chemiker bei Goodyear, entwickelte zusammen mit Anthony Finelli speziell leuchtende Reifen, hergestellt aus Neotan. Dieses Material ermöglichte es, einen schlauchlosen Reifen zu entwickeln, der in vielen Farben hergestellt werden konnte. Die Besonderheit dieser Reifen war, Licht durchzulassen. Auch wurden mittig 18 Glühbirnen installiert, die den Reifen einen weiteren leuchtenden Effekt verliehen. Leider waren die Reifen nicht verkehrssicher,
da sie andere Verkehrsteilnehmer ablenkten und wenn sie heiß wurden, begannen sie zu schmelzen. Kleine Türen. Die Tür wird geschlossen, um einen Raum abzusperren. Andere Türen, wie zum Beispiel die Haustür, schließt du sogar ab. Was aber, wenn dein Haus gar keine Türen hat? Im indischen Bundesstaat Maharashtra ist die Kriminalitätsrate hoch. Aber in dem kleinen Dorf Shanishingnapur ist das ganz anders. Hier gibt es Gebäude ohne Türen und Schlösser. Und seit 400 Jahren soll es keine Einbrüche mehr gegeben haben. Die Leute leben wie eine Familie zusammen und so gibt es in der Siedlung keine Verbrechen. Ein Ladenbesitzer verlässt manchmal für längere Zeit das Dorf und nur ein Holzbrett liegt vor dem Eingang seines Ladens. Er glaubt fest daran, dass der Gott Shani seinen Laden in seiner Abwesenheit beschützt und nichts gestohlen wird. Er sagt, dass es die generationenlange Hingabe an den Gott Shani ist, der dafür sorgt, dass im Dorf Frieden herrscht. Wie lange das anhält, wird sich zeigen. Schwimmende Brücke. Der spektakuläre Touristenmagnet wurde in der Gegend von Shisiguan in der Stadt Enshi in der Provinz Hubei, China, erbaut. Die Aussicht ist atemberaubend. Du musst dir die fantastischen Bilder dieser eindrucksvollen Brücke ansehen, denn sie ist absolut hypnotisierend. Die schwimmende Brücke ist 500 Meter lang und 4,5 Meter breit und überspannt die gesamte Länge eines gewundenen Flusses zwischen grün bewachsenen Hügeln. Etwa 10.000 Menschen können sie gleichzeitig benutzen und die Umgebung genießen. Auch mit dem Auto ist sie befahrbar. Touristen, die über die Brücke gegangen sind, sagen, dass sie sich anfühlt, als ob sie übers Wasser gelaufen wären. Lego-Roboter. Hast du schon einmal geschafft, einen Rubik's Cube zu lösen? Dieser Roboter auch, und das sehr schnell. Erfinder Mike Dobson hat diesen Roboter komplett aus Legosteinen gebaut. Er tüftelte ein Jahr in seiner Freizeit an ihm und brachte ihm bei, einen Rubik's Cube zu lösen. Einfach den Würfel in die Finger des Roboters legen und die Starttaste drücken. Er macht ein Foto, analysiert es und erkennt anhand der Farbkombination die entsprechende Lösung. Er hat mit 3,46 Sekunden einen neuen Weltrekord aufgestellt. Eissurfer. Wenn man an Surfen denkt, denkt man meist an sonnengebraunte Surfer und große Wellen. Aber was, wenn ich dir sage, dass man auch auf einem eisigen Fluss surfen kann? Das ist zwar nicht ideal und auch nicht so sicher, aber dafür aufregend. Zumindest gilt das für den Surfer Dan. Er surft mitten im Winter auf den eisigen Wellen des Lake Superior in Michigan. Für die meisten Surfer ist dies alles andere als ein Ort, an dem man eine gute Welle reiten kann, aber für Dan schon. Das Wasser ist eiskalt und voller Eisbrocken. Laut Dan kann es sehr gefährlich sein, wenn man nicht weiß, was man tut, aber es reizt ihn sehr. Gehirnchirurgie beim Goldfisch. Über eine Gehirn-OP sollte man nicht scherzen, aber nimmst du jemanden ernst, wenn er erzählt, dass sein Goldfisch die Operation braucht? Im Fall von Goldfisch George kannst du es. Dieses geliebte Haustier hatte einen Gehirntumor und konnte nur schwer schwimmen und fressen. Deswegen wurde er von den anderen Fischen im Aquarium gemobbt. Seine Besitzer hatten ihn seit 10 Jahren und wollten ihn deswegen operieren lassen. Nachdem das Narkosemittel wirkte, wurde der Fisch auf eine wasserdichte Folie gelegt. Über einen Schlauch im Maul wurde sauerstoffhaltiges Wasser eingeleitet, um ihn während des halbstündigen Eingriffs am Leben zu erhalten. Der Tumor wurde mit einem Mini-Seziermesser entfernt und sein Herzschlag mit einem Miniatur-Herzfrequenzmonitor überwacht. Nach der erfolgreichen Operation konnte George wieder mit den anderen Fischen weiterschwimmen. Magischer Schlangenstein. Es gibt viele Videos, die zeigen, wie Schlangenbeschwörer einen sogenannten Schlangenstein aus dem Kopf einer Kobra ziehen. Diesem Stein werden magische Kräfte nachgesagt. Er entfernt Gift oder hält Schlangen fern. Der Stein soll auf die Bissstelle gelegt werden, um das ganze Gift aufzusaugen. Das wäre sehr praktisch, aber leider funktioniert es nicht. Der Schlangenstein oder Nagamani ist etwas Erfundenes. Manche Schlangenbeschwörer fangen Kobras und stecken den Stein durch einen Schnitt in den Kopf des Tieres. Der Schnitt wird dann mit Kleber verschlossen.
Der Schlangenbeschwörer macht dann einen weiteren Schnitt und vermittelt dem leichtgläubigen Publikum den Eindruck, dass der Stein die ganze Zeit da war, indem er ihn aus dem Kopf der Kobra herausdrückt. Dachtest du, der Stein sei echt? Hast du etwas davon schon einmal gesehen oder war alles neu für dich? Morgen wartet ein weiteres neues Video hier auf dem Top 10-Kanal auf dich. Bis dann!